Der Zuspieler hat immer Schuld. Das ist doch klar. Was das für Folgen hat und was ihr daraus lernen könnt, das verrate ich euch in diesem Video. Hat da einer gerade schon den Dislike-Button gedrückt? Ein Zuspieler bestimmt. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Martin, dreht sich alles ums Thema Volleyball. Und heute geht es um die Zuspieler. Ich war kürzlich auf einem Trainerlehrgang, habe mich angeregt mit anderen Trainern unterhalten. Und abends beim Abendessen höre ich vom Nachbartisch diesen Satz: Der Zuspieler hat immer Schuld. Und bin dadurch etwas nachdenklich geworden und ins Grübeln gekommen. Während ich also so an meinem Käsebrot knabberte, gingen mir so einige Gedanken durch den Kopf und ich möchte euch an diesen Gedanken von mir teilhaben lassen und vielleicht auch mit euch in die Diskussion kommen. Dieser Satz, der ist mir ja nicht unbekannt. Letztendlich hört man ihn dann von Angreifern, wenn sie den Punkt nicht gemacht haben, obwohl der Pass vielleicht ganz gut stand oder der Pass stand schlecht und sie konnten im Grunde nichts aus diesem Pass machen, haben vielleicht einen direkten Fehler produziert. Dann hört man so einen Satz wie, ja, der Pass war nicht gut, der Zuspieler hat Schuld, ich kann ja nichts dafür. Man möchte quasi die Verantwortung von sich schieben und sucht die Schuld bei anderen, um eben sein eigenes Fehlverhalten zu kompensieren. Nun habe ich diesen Sommer, wie auch die ganzen letzten Jahre, wieder einmal viele Spielergesuche in den sozialen Medien gefunden und ganz häufig wird auch nach einer Zuspielerin oder einem Zuspieler gesucht. Ganz offensichtlich ist das eine Position, eine Schlüsselposition, das wissen wir alle, die bei vielen Mannschaften vakant ist oder wo zumindest Bedarf da ist. Und das stimmt mich natürlich nachdenklich, denn vielleicht ist es ja so, dass wir einfach nicht genügend Zuspieler selbst ausbilden, wir Trainer. Heutzutage scheint es mir modern geworden zu sein, dass man selbst mit Anfängern bereits sich im 1-5-System probiert, also super schnell die Anzahl der Zuspieler auf das absolute Minimum reduziert. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum wir insgesamt dann so wenig Zuspieler haben, insbesondere gute Zuspieler, weil wir einfach zu früh auf ein 1-5-System gehen und dementsprechend dann die Ausbildung von mehr Zuspielern vernachlässigen. So eine frühe Spezialisierung hat ja nicht nur Vorteile, ganz im Gegenteil. Es gibt auch viele negative Seiten. Als Beispiel nehme ich natürlich Spielern, die ich sehr früh spezialisiere, vielleicht einige Techniken weg und sie wären vielleicht mit ihrem Talent in der ersten, zweiten Liga untergekommen, wenn sie denn ganzheitlich und umfänglich ausgebildet worden wären. Und wir als Trainer setzen sie vielleicht frühzeitig auf Mitte, langer Kerl, der muss jetzt Mitte spielen. Ja, aber dann dürfen sie eben nicht mehr in der Annahme oder in der Abwehr oder im Zuspiel agieren. Da werden häufig kleine Spieler eingesetzt. Und dementsprechend bekommen sie auch nicht mehr diese Möglichkeit, im Training diese Techniken zu üben und haben dann einfach keine Möglichkeit, wirklich in den ganz oberen Bereich zu kommen. Ein langer Zuspieler in der ersten Bundesliga ist immer gefragt. Und vielleicht hat ja auch der Spieler, den wir jetzt als Mittelblocker brauchen, weil er eben 2,5 Meter groß ist, ein super feines Händchen. Aber wir sehen es nicht, weil wir meinen, im Angriff und Block wäre er nützlicher. Zurück zu den Zuspielern. Vielleicht ist der Job aber an sich einfach auch sehr demotivierend und frustrierend. Denn Zuspieler haben ja nur selten Erfolgserlebnisse, sind immer nur mittelbar am Erfolg beteiligt. Es sei denn, sie legen mal einen ersten Ball rüber oder blocken. Aber ansonsten haben sie natürlich immer nur die Aufgabe der Vorlage für den direkten Punkt. Die Angreifer machen dann die Punkte über ihren Angriff und die tollen Aktionen. Und Zuspieler bleiben als Dreh- und Angelpunkt natürlich eher im Hintergrund, sind natürlich die Spielmacher, aber haben eben nicht so die direkten Erfolgserlebnisse. Und wenn sie jetzt sogar noch Lack von den eigenen Leuten bekommen, im Sinne von Zuspieler ist schuld, der Pass war blöd, damit kann man nichts anfangen, mach mal bitte so, dann mag das für den einen oder anderen echt demotivierend sein und vielleicht ein Grund, um eben diese Funktion nicht mehr ausüben zu wollen. Als Trainer sollten wir also vielleicht darauf achten und ein Ohr haben, wenn unsere Angreifer mit unseren Zuspielern kommunizieren. Denn natürlich möchte ich als Trainer, dass die Angreifer den Zuspielern eine Rückmeldung geben, wie denn der Pass war, insbesondere im Training, damit sich einfach die Abstimmung verbessert. Aber natürlich will ich als Trainer vermeiden, dass die Zuspieler immer nur Lack kriegen und von den Mitspielern gedisst werden, im Sinne von, du hast Schuld, wenn ich keinen Punkt mache. Denn das wäre natürlich der völlig falsche Ansatz. Vielleicht müssen wir als Trainer unseren Zuspielern auch einfach etwas mehr aufmerksam geben. Zum Beispiel, indem wir ab und an eben ein kleines Sondertraining mit denen machen. Dazu bieten sich ja Zeiten an, wie die Erwärmung, also wenn andere Spieler sich mit der Ballgewöhnung beschäftigen, sich vielleicht zu zweit oder zu dritt einspielen, dann schnappe ich mir einen Zuspieler und mache eben zuspielbezogenes Training mit denen, damit diese einfach etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen
und einfach sehen, hey, hier wird speziell mit mir trainiert. Nicht im Sinne von, ich muss besser werden, weil ich bin so schlecht, sondern einfach, dass man sagt, das gönne ich dir, beziehungsweise das bekommst du von mir als Extra, als Bonus, als Goodie, als Bonbon. Auch am Ende des Trainings bietet es sich häufig an, im Rahmen des Cooldowns eben noch ein paar Bälle mit dem Zuspieler zu machen. Denn hier ist einfach dann Zeit, die Angreifer sind vielleicht viel mehr gesprungen als der Zuspieler, der etwas mehr gelaufen ist. Und können dann einfach 5 Minuten vor Trainingsende schon in das Cooldown übergehen oder eben Bälle sammeln, ein paar Aufschläge machen, während ich dann mit dem Zuspieler noch ein paar Bälle extra spiele. Für dieses kleine Bonbon, das Sondertraining mit den Zuspielern am Anfang oder am Ende des Trainings, möchte ich euch noch 2 Tipps mitgeben, die ich persönlich als sehr wertvoll erachte. Und zwar wollen wir von den Zuspielern, dass sie von jeder Position auf dem Feld jeden Pass spielen können und zwar präzise und genau dahin, wo er hin muss. Und da eignet sich eben Technik-Variationstraining insbesondere. Das heißt, ich muss mit meinen Zuspielern verschiedene Pässe in Länge und Höhe variieren, immer wieder abwechselnd in Kombinationen üben. Und genauso muss auch der Winkel zum Netz, also die Position auf dem Feld, mal nah am Netz, mal weit weg vom Netz, variiert werden, damit eben auch hier die Pässe so gut sitzen und im Wettkampffall dann abgerufen werden können. Aber nicht nur die Zuspielpässe sollen in allen Kombinationen variieren, auch mein Anwurf darf immer unterschiedlich sein. So kann ich also die Bälle mal etwas länger, mal etwas höher anwerfen, ich kann weiter weggehen, ich kann näher rangehen an den Zuspieler, ich werfe die Pässe ja sowieso in das Feld verteilt und genauso kann ich ab und zu auch ein bisschen Rotation mal in den Ball reingeben, damit einfach jeder Ball etwas anders ist. Ich bewege mich auch im Kreis um den Zuspieler herum, damit sich einfach die Winkel ändern, in dem dann der Ball weitergeleitet werden muss. Hier sind einfach viele Varianten das Mittel zum Zweck, um den Zuspieler besser zu machen und immer neue Herausforderungen bieten zu können. Noch besser ist es natürlich, wenn ich auf meinen Anwurf verzichte und direkt einen Libero dahinstelle oder einen Spieler, der die Bälle baggert, denn dann habe ich noch diesen Wahrnehmungsaspekt mit drin. Das heißt, mein Zuspieler kann einen anderen Spieler beobachten, um dann vielleicht schon frühzeitig zu erkennen, wo wird denn der Ball hinkommen, kann der perfekt ins Netz abgewehrt werden oder muss ich vielleicht mich etwas früher bereits in die Mitte des Feldes bewegen, weil die Abwehraktion eben dann eher Hochfeldmittel kommt. Insofern für zusätzliche Wahrnehmungsaspekte einfach einen anderen Spieler, vorzugsweise den Libero einbinden, um dann eben den Zuspieler nochmal extra zu fordern. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon ähnliche Gedanken zu dem Thema Zuspiel, Frust, Erfolgserlebnisse gemacht. Das würde mich interessieren. Insofern schreibt es mir unten rein in die Kommentare, wenn ihr auch schon einmal darüber nachgedacht habt, wie man denn mit einem Zuspieler umgehen sollte. Wie viel Feedback ist gut von den Angreifern oder wann ist es vielleicht einfach too much? Wann ist da eine Verantwortungsverschiebung, die nicht mehr gerechtfertigt ist? Oder wie viel Vorgaben sollte ich einem Zuspieler als Trainer machen und wie viel Freiheiten braucht jemand, um eben kreativ tätig zu werden? Mich interessiert eure Meinung, insofern schreibt es mir unten rein in die Kommentare, welche Maßnahmen ihr trefft, wie ihr mit solchen Situationen umgeht und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, jetzt gerne wie immer einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr Zuspieler seid, lasst mir ein Dislike da, das tut dem Algorithmus nicht weh, aber ich sehe, wie viele Zuspieler dieses Video gesehen haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und bye bye. Euer Martin.